Paterapult, Beziehungscoach, diesmal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Heute haben wir das Thema, ich habe jemanden in einer Gruppentherapie kennengelernt. Es geht wieder um das Thema, wen suche ich denn so aus? Soll das jemand sein, der ja mit der meisten Chemie, oder gucke ich ein bisschen, dass ich auch ja, jemand finde, der, würde mal sagen, vielleicht ein sicheres Bindungsmuster hat. Ja, und ich probiere heute mal mein neues Mikrofon aus. Jetzt hier so ein richtig krasses YouTuber-Mikrofon hier. Nee, kriege ich das noch rein? Da. Könnt ihr mal erzählen, ob das ein besserer Sound ist. Genau. Ja, Nachricht von Lavutschka, und wenn du auch solche Fragen hast, kannst du ein Formular auf liebeschipp.de stellen. So, Retterthema, genau, es geht auch um das schöne Retterthema mal wieder, ne? So, Retterthema in der Gruppentherapie. Lieber Christian, danke für deine lehrreichen Videos, die mich schon seit Jahren begleiten. Ich bin in den 20ern und besuche eine Gruppentherapie. Dort gibt es einen Mann, der in seinem Elternhaus ähnlich schlimme Dinge erleben musste wie ich. Und wir uns daher bei vielen Problematiken in unserem Verhalten, unseren Gedanken sehr ähneln und verstehen. Wobei er sein Leben noch ein bisschen weniger im Griff hat als ich. Ich merke immer mehr, dass ich mich zu ihm hingezogen fühle. In meinem Leben hatte ich erst ganz wenige kurze Beziehungen und die restliche Zeit war ich komplett allein auf mich gestellt. So. Und hatte keinerlei Körperkontakt oder ähnliches. Nun merke ich seit langem wieder einmal, dass ich mich zu einem Mann sehr stark hingezogen fühle und mich auch nach der körperlichen Nähe sehne. Mein Problem ist nun, dass mir bewusst geworden ist, wie stark ich einen Rettermodus verfalle. In der Gruppentherapie habe ich den starken Drang, ihm Tipps zu geben und Halt zu geben. Ich denke, das ist sehr einseitig. Ich beobachte auch ein ähnliches Muster wie bei meinen Eltern. Ich denke, dass nur ich ihn besonders gut verstehe und ich ihm dadurch sehr gut helfen könnte und dass ich dadurch eine wichtige Rolle in seinem Leben haben würde, da er stark von mir profitieren könnte. Ja, das ist Rettermodus at its best, und auf so eine ganz schräge Art stellst du dich da auch quasi über ihn. Ich weiß, du willst das nicht, aber dann seid ihr ja quasi nicht auf Augenhöhe so, ne? Aber weißt du, wo diese Themen hingehören, ist meiner Ansicht nach, ich weiß es nicht, was für eine Gruppentherapie ist. Ich würde das ansprechen in der Gruppe. Weil gerade in so einer Gruppentherapie ja, passiert das natürlich leicht, dass man jemanden gut findet. Ich will jetzt nicht sagen, dass man da, ich weiß jetzt nicht, was das für eine Gruppentherapie ist, dass man da niemanden kennenlernen kann als Partner, aber da es natürlich da Übertragungsprozesse noch und nöcher gibt, wäre ich da, glaube ich, vorsichtig. Einfach nur vorsichtig, und würde es thematisieren in der Gruppe, weil dann kannst du diese Fragen, die du hast, eigentlich gleich mit aufarbeiten. Das wäre großartig, ne? Aber wie gesagt, ist jetzt nur so ganz aus der Ferne mal eine Idee, musst du mal für dich prüfen. Aber eigentlich sollte es immer da thematisiert werden, wo es auftritt, denke ich mir so, ne? Genau. In einer Beziehung würde ich wohl niemals so viel von ihm bekommen, wie ich geben würde. Ja, das hat deine Frage schon beantwortet. Meinst du nicht, dass es mal eine Zeit wäre, Beziehungen anzupeilen, wo du genauso viel bekommst, wie du gibst? Und ich habe immer wieder diese Analogie mit der Sauerstoffmaske im Flugzeug. Erstmal setzt man sich selbst dann auf, dann dem anderen. Das ist, natürlich ist es toll, anderen Menschen zu helfen, so, aber erst, wenn man sich selber geholfen hat, wenn man selber in so einer Fülle ist, nicht wenn man selber auch im Mangel ist und dann den Mangel von jemand anders sich dadurch angezogen fühlt und dann den Mangel erstmal dem anderen bearbeiten möchte, da bist du eigentlich genau am richtigen Ort in dieser Gruppentherapie, wo du das vielleicht mal ansprechen kannst, weil wahrscheinlich wolltest du schon Mami und Papi retten, hier ganz viele. Und ja, also kann man dran arbeiten, super wichtiges Thema, aber also das jetzt als Motivation zu nehmen, in eine Beziehung zu gehen, was ganz viele machen, was jetzt überhaupt nichts Ungewöhnliches, aber ist, glaube ich, nicht keine gute Motivation. So, weil letztlich ist es dann so, dass du denkst, ja, jetzt gebe ich ihm ganz viel, und dann irgendwie dann doch insgeheim denkst, da kommt auch ganz viel zurück, und da kommt doch nicht ganz viel zurück, und dann bist du wütend, und dann geht dieser ganze Kram wieder los. So.
Und ich würde ihm fast alles verzeihen, weil ich ja genau weiß, welche schlimmen Dinge er durchmachen muss. Ja, ob du da wirklich alles verzeihen kannst. Das wissen wir nicht, du kennst ihn nicht. Du sprichst ja davon, dass der Retter, also meistens kann man dann doch nicht alles verzeihen, weil dann die eigenen Wunden angetriggert werden von jemand, der nicht für dich da ist, so, ne? Du sprichst ja davon, dass der Rettermodus nicht sehr förderlich ist und man dies unterlassen sollte. Ja, in einer Beziehung, also wenn ihr jetzt, also als Beruf, so eine, also falls ihr so ein Heiler, Mission, also falls ihr so ein Heilergen habt und ihr wollt Menschen helfen oder ihr wollt Tieren helfen oder Pflanzen helfen, wunderbar, aber ob man das in einer Beziehung, also natürlich, das ist auch Platz in einer Beziehung, aber das jetzt so als Hauptmotivation, in eine Beziehung zu gehen, ist, ja, führt häufig in so co-abhängige Beziehungen, ne? Aber da ist deine Entscheidung, ne? Ja. Ich frage mich, ob ich mich daher auf keinen näheren Kontakt einlassen sollte und dieser Sehnsucht nicht nachgehen sollte. Du solltest ihr nachgehen, aber vielleicht eher innerhalb dieser Gruppentherapie erstmal, ne? Denke ich. Das Problem ist, dass ich schon seit Jahren alleine bin und wenn ich mich darauf einlasse, auch kein Beziehungslernfeld habe. Ja, wie gesagt, ich kann jetzt nicht sagen, dass du das nicht machen sollst. Also, auf eine Art ist ja immer jeder Partner der Richtige so, ne? Aber wie gesagt, ich, gerade in der Gruppentherapie ist natürlich noch viel mehr Übertragung, so Psychosachen, die da ablaufen. Zu stabileren Männern fühle ich mich nicht hingezogen, weil sie mir Angst machen und ich mich überfordert fühle. Ja, das würde ich aber auch mal. Warum? Weil stabilere Männer tun dir wahrscheinlich weniger als unstabile Männer. Warum hast du denn gerade bei denen Angst? Das wäre auch eine Sache, die erforscht werden will. Ich habe das Gefühl, dass diese Männer meine ganzen Probleme mit Nähe und so weiter nicht verstehen können. Ja, ist das ein Gefühl oder ist das so? Weil warum sollte ein Mann mit einem gesunden Bindungsmuster nicht deine Probleme verstehen? Vielleicht hat er sie nicht alle selber durchgemacht, aber ja, vielleicht ist er empathisch als manche andere. Und ich mich ihnen aus Scham gar nicht zumuten will. Auch das ist ein Thema, was angeguckt werden möchte. Mit der Scham, das ist ja überhaupt an der Basis von ganz vielen Bindungsstörungen, ist ja Scham. Ne? Das Resultat wäre also noch weiter lange Zeit alleine zu bleiben, da stabilere Menschen im Moment nicht in Frage kommen. Ich denke, das würde dann wieder Jahre so weitergehen. Ja, du redest dich gerade da jetzt rein, ihnen daten zu wollen. Also, wie gesagt, ist deine Entscheidung, aber also jetzt in diesem ganzen Setting ist ein kleines Abenteuer, sag ich mal. Und ich würde das ja, und wie gesagt, im Rahmen einer Gruppentherapie sollte man wirklich überlegen, ob man das nicht mal in der Gruppe thematisiert. Weil vielleicht will er dich ja gar nicht und dann, keine Ahnung, also du projizierst ja jetzt irgendwas drauf, was ja in diesen Situationen noch besonders leicht geht. Ich weiß es nicht, aber wie gesagt, natürlich gibt es bestimmt Menschen, die sich in so einem Setting kennengelernt haben und es hat funktioniert und aber da müsstest du vielleicht vor Ort mal fragen auch. Es kommt mir auch ein wenig so vor, dass ich immer Männer anziehe, wo ich insgeheim weiß, dass diese für das Gründen einer Familie nicht in Frage kommen und dadurch das Ende der Beziehung schon zu Beginn feststeht. Naja, die musst du ja gar nicht daten. Du kannst ja dem Universum sagen, das könnte mir noch so viel schicken, ich nehme die nicht mehr. Also das ist ja nur mit dem Gefühl zu daten, ist ja, wenn man so ein bisschen schräg programmierten Liebungsschip hat, reicht das nicht, da muss auch der Kopf dazu, so, ne? Also ist ja nicht so, dass da für gar nichts gut ist, der Kopf. Und da muss man halt sagen, ja, was ich immer wieder sage, Modul 1, Standards und Dealbreaker, wir haben die gleichen Beziehungsziele, kommt nicht in Frage, fertig. So, ne? Wie kann ich dies aber überwinden, wenn ich mich gar nicht auf gar keine Beziehung einlasse? Ich frage dich, wie kannst du es überwinden, wenn du dich auf die falschen Beziehungen einlässt? So, ne? Aber ob das jetzt die falsche ist, wie gesagt, es ist immer wieder die gleiche Frage. Also zwei Menschen mit einem unsicheren Bindungsmuster ziehen, also natürlich können die sich theoretisch sehr verstehen, aber die können sich auch ewig anträgern, verletzen. Also die Wissenschaft sagt, dass es mal besser dran ist, wenn einer der beiden Partner ein sicheres Bindungsmuster hat. So. Ich verspüre generell einen starken Drang, Menschen zu helfen, damit sie nicht so einen langen Leidensweg vor sich haben, wie ich es bereits hatte. Ja, ich sag mal wieder, helft euch selber erstmal. Weil wenn euch selber geholfen ist, damit helft ihr auch dem Kollektiv.
So, das auch in einer Beziehung, wenn es dir selber gut geht, dann geht es häufig auch dem Partner tendenziell besser. So, ne? Ist dieser Drang generell ungesund? Nee, also das kann man jetzt überhaupt nicht sagen, weil also ich habe ja auch so mein Beziehungsweg hinter mir und nutze das jetzt für meine Arbeit und das kann man überhaupt nicht sagen, wenn man das konstruktiv nutzt. Ist das wunderbar, aber wie gesagt, das muss dann bewusst genutzt werden in dem richtigen Umfeld, was vielleicht eher ein berufliches oder ein Charity-Umfeld ist, weiß es nicht. Ich merke, dass ich sehr in meine Kraft komme, wenn ich anderen Menschen helfen kann. Ja, das ist doch großartig erstmal. Wäre das dann ein gesunder Antrieb, anderen zu helfen, zum Beispiel in sozialen Berufen? Ja, grundsätzlich kann das schon sein, aber ich denke, es ist für alle helfenden Berufe wichtig, was ja auch in einer Therapieausbildung passiert, so dieses eigene Helferding anzugucken, weil wenn es nicht angeguckt wird und unbewusst ist, kann man nicht so gut arbeiten, wie wenn man das so ein bisschen klar hat. So, ne? Ja, prima. Genau, guck einfach mal uns in Modul 1 rein, das denke ich, könnte dir auch weiterhelfen und wir werden uns bald wiedersehen. Ja, hallo Lieben, jetzt gibt es mal ein anderes Video bzw. eine Tonspur von Rock Locklauf, der auch ja meine Arbeit folgt, meine Kurse macht und mal so einen Lagebericht geschickt hat von seiner Umprogrammierung des Liebeschips, sehr stimmungsvoll, finde ich, und echt, ja, finde ich auch sehr, mit sehr typischen Themen, deswegen dachte ich mir, frage ich mal, ob ich das mal veröffentlichen kann, habe es jetzt einfach mal, zu 99% so gelassen, hätte man noch glätten können, aber ich dachte mir, nee, jetzt schießen wir es mal so raus. Kommt das Thema Borderline drin vor, ist einfach Fakt, dass Männer, die so Retterthemen haben, beziehungsweise auf jeden Fall die Männer, die sich da bei mir melden, dass die häufig mit dem Thema zu tun haben, aber das heißt natürlich nicht, soll jetzt niemand anträgern, dass man nicht mit jemand, der insbesondere der da sich irgendwo an sich arbeitet oder vielleicht eine Borderline-Diagnose hatte, dass man dem keine Beziehung führen könnte oder dass alle gleich sind, das soll damit überhaupt nicht gesagt sein. Aber Fakt ist auch, dass das jetzt ein ganz typisches Beispiel ist, das gleich kommt. Hört es euch zu Ende an, weil das nimmt nun mal eine echt sehr witzige Wendung, finde